Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ja, wir sind hier weiterhin 5er Quest im Vanity Tower. Wir befinden uns aktuell auf dieser Ebene. Ja, da scheint noch ein bisschen was zu kommen. Gut, ja, weiter vorgerückt bin ich nicht. Das Turret steht noch da, wo wir es Ende letzter Folge platziert haben. Würde ich sagen, machen wir uns mal weiter. Mir natürlich auch wieder ein gutes Timing ausgesucht. Weil Tag 203 steht die Horde an. So, da ist wahrscheinlich Ulti Empty, genau. Dann gehen wir jetzt in die dritte Etage. Verschlossen. 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 Dann ist das ja eigentlich relativ simpel jetzt hier, oder? Da wohnt niemand. Lass ihn ja erstmal stehen. Da kann es nicht viel weiter gehen, genau. Und jetzt Knie. Und einmal den feigen Rückzug. Sind nur zwei. Keine besonders schnellen, wie ich sehe. Aber... Na, wo hat der Mauer das Loch gelassen? Leute, da habe ich keine Zeit für diesen Blödsinn. Entriegelt, okay. Ist das nur ein Badezimmer? Die sind denn ja doch häufig mal, aus welchen Gründen auch immer, verriegelt. Kannst direkt futtern. Links, rechts, Mitte. Nicht lang fragen, umgucken. Dann gehen wir hier noch weiter. Ich wollte hier jetzt eigentlich nicht runterfallen. Okay. Ah ja, 22 Uhr. Da ist niemand. Ah!
Was nicht drei Punkte? Achso, da liegt schon der dritte. Gar nicht mitgekriegt. Bin ich verwinkelt hier das Ganze? Ja, entschuldigt den kleinen Schnitt. Wir machen hier nahtlos weiter. Turret habe ich einstecken, alles klar. Den soll das hier wo weitergehen. Verstehe ich nicht. Den verstehe ich jetzt gerade nicht. Die Tür ist verschlossen. Hier gibt es keine Leiter. Wir können auf dieses Brett rüber, aber was soll uns das bringen? Du willst mir doch nicht sagen, dass wir da jetzt runterspringen sollen, ne? Unten ist diese eine Tür offen, ne? Warte mal. Genau, hier ist die Leiter. Ist gerade wieder eingefallen, dass das hier zwei Aufzüge waren. Ich hasse diese Parcours-Scheiße. Dass du da mit deinem Parcours nicht vernünftig hochspringen kannst, das ist etwas nervig, aber gut. Nicht, dass wir gleich wieder irgendwo drunter springen und wieder unten landen. Wo bitte? So, jetzt fällt auch keiner runter. Einen haben wir noch über. Ja, sorry, aber... Es gibt so Dinge, die gibt's so gar nicht. Warum schieße ich überhaupt noch selbst? Ich treffe ja eh nichts. So. Bist du hier wahrscheinlich offen, wa?
haben wir hier denn? Abgesehen außer bereits roten Punkten. Eine Poppenpilzkiste. Gut, die Tür werden die hier wahrscheinlich kaputt gemacht haben. Da sollen wir offensichtlich nicht weiter. Turret mich einstecken, alles klar. Naja, ich wollte gerade sagen, wo soll ich da denn raus? Das. Ein Loch in der Wand. Eieiei. Was möchte mir die Lampe jetzt sagen? Achso, das ist die andere Wohnung, wo die Treppe kaputt war, alles klar. Heißes Apartment. Spaß beiseite.
Oh, der Aufzugsschacht mal wieder. Das ist der zweite Punkt. Naja. So, hier ist jetzt die Frage, habe ich die aufgeschossen? War die verschlossen? Ich glaube wohl, ne? Ich tue mal so, als ob, weil wir... Wo sind wir jetzt? Auf der 6. Das ist hier die 7. Ich bin mir jetzt, wie gesagt, nicht sicher, ob das der richtige Weg sein soll. Das meinst du nicht ernst hier, oder? Was ist das? Geh da hoch. Kannst du sonst auch 8 Meter hochspringen? Keine Ahnung, warum ich hier raus muss. Alter, ich... Wachs mal, dann schieße ich dir auch nicht ständig über den Kopf. Wer winkelt, verzwinkelt. Ich tippe mal auf hier und die Lampe zeigt nach rechts. Drei. Strom haben wir ja nicht, ne? Noch jemand, aber er ist noch nicht hin. Nun ist er hin. Aber hier geht's nicht weiter. Okay, das ist recht eindeutig. Die Tasche ist noch ein höher, okay. Der stirbt mir so langsam. Gut, ich würde sagen, dass wir für die heutige Folge zum Ende kommen. Morgen geht es hier nahtlos weiter. Ja, ich bedanke mich wie immer recht herzlich für euer Interesse. Wo bist du? Hier, wo höre ich noch was? Das muss ich jetzt mal erledigen.
Gut, bedanke mich wie immer für euer Interesse und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.